um sich dafür zu interessieren und dann in Form von Kapseln zu uns zu QVC zu bringen, das finde ich schon spannend. Es geht jetzt um Haare. Es geht jetzt um Haare und da fällt einem sofort ein, dass die Südamerikaner zum Beispiel wunderschöne Haarpracht haben, immer glänzende, volle Haare. Genau. Hat das was damit zu tun? Das hat genau damit zu tun. Exotic Hair ist ein Produkt für schöne, kräftige Haare. Und sensationell, dass auch die Repigmentierung der Haare unterstützt. Das haben Sie ja wirklich ganz selten bei Haarprodukten. Ich meine, es gibt ganz viele Haarprodukte, das wissen wir, Haarkapseln. Aber Exotic Hair unterscheidet sich von ganz normalen herkömmlichen Haarpräparaten dass wir eben hier uns umgeguckt haben in der Welt. Und genau, was Sie eben gesagt haben, ich habe mich immer gefragt, warum haben die Schwarzen zum Beispiel in Afrika, die Asiaten, die Südamerikaner, warum haben die so festes, kräftiges, volles, schwarzes Haar bis ins hohe Alter hinein. Das ist richtig. Ich frage mich, woran liegt das? So, genau, und ich habe mich umgeguckt und ich bin ja wie so ein Detektiv auf der Suche nach Inhaltsstoffen und guck, was kann man da nehmen? Was ist das Geheimnis dieser kräftigen Haare? Und wir haben hier eben nicht nur den typischen Taurin-Hirse-Biotin-Komplex drin, sondern zusätzlich exotische Wirkstoffe, die sich in anderen Kulturen schon seit Jahrhunderten bewährt haben. Zum Beispiel, wir sehen es gleich im Bild, die Amla-Frucht. Und die wächst hier in Indien. Da sehen wir es jetzt erstmal. Genau, da sehen wir. Sieht aus wie so eine kleine Stachelbeere. Oder Renekloden, genau. Ne? So in der Art, so. Bitte? Die Renekloden. Ja, genau. Diese gelben Kirschen. Genau, die sind, oder wie Stachelbeeren oder wie auch immer. Ja. Ja. Und die wachsen hier in Indien. Die werden in der ayurvedischen Medizin schon seit langem benutzt. Und ich war jetzt in Indien, in Bombay, und da gibt es ja Bollywood. Bollywood ist diese berühmte Filmindustrie dort. Da gibt es ja dann diese kitschigen Bollywood-Filme. Ne? Aber die indischen Frauen, die achten unheimlich auf ihre Schönheit. Und die sind bis ins hohe Alter. Die sind ja auch bezaubernd. Ne? Ja, die sind auch wirklich wunderschön und haben ganz tolles, festes, kräftiges Haar. Mhm. Und da habe ich die gefragt, ich wollte ja unbedingt wissen, was machen Sie denn da? Ne? Mhm. Und die haben mir gesagt, Herr Dr. Ulhofer, das ist bei uns überhaupt kein Geheimnis. Wir nutzen die Amla-Frucht schon seit Jahrhunderten in der ayurvedischen Medizin als Haarwuchsmittel, als haarkräftiges Mittel. Hier sehen wir sie nochmal. Es ist eine ganz unscheinbare Frucht, aber die hat es wirklich in sich. Denn der entscheidende Punkt ist ja bei Haarpräparaten, dass wir von innen an die Haarwurzel herangehen. Wir haben ja auch tolle Haarprodukte hier bei QVC von außen, also Haarshampoos und Conditioner. Aber was die nicht können, ist eben die Haarwurzel erreichen. Und genau das macht Exotic Hair, indem macht nämlich... Das macht eigentlich Sinn, das ist irgendwie logisch, ne? Ja, das Problem ist nämlich, dass wenn das Haar splissig, schuppig, fieselig, dünn, ergrau. Genau. Das ist ja das Problem, was wir in der westlichen Zivilisation haben. Das ist eben das Problem, das diese Menschen in Asien, in Afrika und so weiter nicht haben. So, warum nicht? Weil die nämlich bestimmte Wirkstoffe nehmen, automatisch mit ihrer Nahrung oder eben durch die speziellen Produkte, die dafür sorgen, dass diese Schlacken, die sich rund um die Haarwurzel befinden, dass die erstmal weggeräumt werden. Ja. Denn Sie müssen sich vorstellen, jede Haarwurzel... Ah, dann kann erst die Nahrung auch ein... Genau, das ist der entscheidende Punkt, weil Sie müssen sich vorstellen, so kleine die Haarwurzel wird durch ganz, ganz dünne Blutgefäße versorgt. Die können ganz leicht verstopfen. So, und wenn die verstopfen, dann kann natürlich die Haarwurzel nicht mehr versorgt werden. Das Haar wird splissig, dünn und so weiter und fällt dann irgendwann aus. Mhm. Also stirbt irgendwann. So, und das Gleiche gilt eben übrigens auch für die Haarwurzel. Ne? Also die Haarwurzel verleiht ja, Entschuldigung, der Haarmuskel, der verleiht ja dem Haar die Spannkraft. Also wenn wir so fieseliges Haar haben und mein Friseur sagt, naja, so viel kann ich damit nicht mehr machen, ne? Dann liegt es auch daran, dass die Haarwurzeln nicht genug mit Blut versorgt sind, mit Nährstoffen. Mhm. So, das ist also der erste Schritt, den Exotic Hair macht. Und der zweite ist dann tatsächlich, diese Nährstoffe, die wir hier drin haben, direkt an die Haarwurzel heranzuführen. Wunderbar. Und dann dafür sorgen, dass das Haar wieder schön versorgt wird, genauso wie der Haarmuskel. Ja. Und der dritte Schritt, das ist wirklich sensationell, die Inhaltsstoffe sorgen auch für eine Repigmentierung. Ist dafür diese Rotbuschbeere zuständig? Genau, das ist die Rotbuschbeere. Und das ist die sogenannte Perle des Nils, nennt man sie auch. Und die hat schon Kleopatra gekannt und hat sie eingenommen, weil sie auch, das war ja eine der schönsten Frauen der Antike. Die hatte auch ganz schwarze Haare. Die hatte auch ganz schwarze, dunkle Haare. Und diese Perle des Nils, die hat tatsächlich diese Eigenschaft, dass dem Haut, den Haaren die ursprüngliche Pigmentierung wiederzugeben. Also wirklich ganz, ganz toll. Wunderbar. Wie nehme ich es denn ein, um das zu erreichen?
dieses Produkt ist auch wieder ganz einfach einzunehmen. Morgens eine Kapsel, abends eine Kapsel, wie die meisten Dr. Oldhafer Produkte. Ganz einfache Einnahme. Mhm. Es sind wieder Kapseln, gar kein Problem. Natürlich, ich würde empfehlen, immer mit ausreichend Flüssigkeit diese Nahrungsergänzungsprodukte zu nehmen. Dann haben Sie auch schon mal ein bisschen Wasser mehr intus. Normalerweise trinken wir ja auch immer viel zu wenig. Gerade auch wenn die Heizungsluft uns jetzt so ein bisschen austrocknet, sorgen Sie dafür, dass Sie mindestens so 2 Liter Wasser am Tag trinken. Ich sage immer, Säfte und Tees zähle ich gar nicht dazu. Ich trinke wirklich 2 Liter Wasser und das hilft mir auch schon, fitter zu werden. Ne? Auf jeden Fall viel trinken, viel Wasser trinken, und dann sättigt natürlich auch. Mhm, ne? Richtig. Wichtig ist auch gerade beim Abnehmprozess, möglichst keine Cola oder Ähnliches zu trinken. Man nimmt ja auch durchs Trinken schon alleine zu, da sind unheimlich viele Kalorien drin. Mhm. Auch Nutrasweet, gesüßte Getränke sollte man nicht nehmen, weil das auch eben die Schlankheitshormone deaktiviert. Jetzt kommen wir ab, wir sind erstmal bei den Haaren. Genau, wir sind bei den Haaren. Ich bin so begeistert von der Slim Formula 24, weil es tatsächlich schon so viele Zuschriften gab, die damit abgenommen haben. Aber ich weiß, dass ganz viele auch Probleme mit den Haaren haben. Und ich denke, die schönste Figur, die macht nichts aus, wenn wir am Kopf fusselig aussehen, oder? Da sollte man auch was für tun. Das ja, vor allen Dingen, es ist ja so einfach. Es ist ja tatsächlich so, Sie brauchen nur mal sich umzugucken in Asien, in Afrika, in Lateinamerika. Ja. Die Leute bis ins hohe Alter, voll pigmentierte, dunkle, kräftige Haare. Woran liegt das? Es liegt tatsächlich an den Nährstoffen, an der anderen Ernährung, die sie zu sich nehmen. Und daraus haben wir diese hochkomplexe Wirkstoffformel konzipiert. Für die Haare, für kräftiges, repigmentiertes Haar. Also wenn Sie schon alles ausprobiert haben an Kapseln für die Haare, das ist wirklich etwas ganz Neues. Das ist sensationell. Versuchen Sie es, das tun Sie völlig risikolos. Ich weiß, dass da auch die Herren schon mal drunter leiden, dass ihre Haare grau werden und vielleicht ein bisschen schütter. Vielleicht liegt es, vielleicht liegt es an der nicht versorgten Haarwurzel. Versuchen Sie es einfach mal, tun Sie völlig risikolos. Exotic Hair 2975, die 272395, haben wir hier für Sie mit 120 Kapseln für 60 Tage. Ich habe noch 2 Artikel für Sie, die wir leider ausführlich nicht zeigen können.